Hallo liebe Freunde, in diesem Video geht es darum, wie Sie mit Android Speicher löschen oder zusätzlichen Speicherplatz auf einem Smartphone oder Tablet freigeben sowie überschüssigen Müll entfernen können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Eines der häufigsten Probleme von Android-Geräten ist der fehlende interne Speicher. Dies macht sich insbesondere bei den Budgetmodellen mit 4, 8 oder 16 GB internem Speicher bemerkbar. Diese Speichermenge ist sehr schnell belegt. Wenn Sie die nächste Anwendung, das nächste Spiel oder das nächste Update installieren, erhält der Benutzer die Meldung, dass nicht genügend Speicherplatz im Gerätespeicher vorhanden ist. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass ich anhand eines Beispiels eines verfügbaren Android-Smartphones zeigen werde, wie der Speicher gelöscht wird. Da es viele Versionen von Android gibt und einige Geräte eine eigene proprietäre Shell haben, können das Erscheinungsbild und die Menüoptionen auf Ihrem Gerät geringfügig variieren. In der Regel befindet sich jedoch alles problemlos an ungefähr denselben Orten. Daher sind die Symptome oder Tatsache, dass das Gerät nicht über genügend Speicher verfügt, normalerweise die entsprechenden Systemmeldungen oder das Taskleistungssymbol des Geräts. Um sicherzustellen, dass dies der Fall ist und nicht der Fehler einer bestimmten Anwendung, machen wir folgende Schritte. Gehen Sie zu Einstellungen und suchen Sie den Punkt Speicher. Storage oder Datensicherung, wie in meinem Fall. Wenn Sie darauf zugreifen, sehen Sie die Gesamtmenge des Gerätespeichers und wie viel davon derzeit verfügbar ist und auch womit der besetzt ist. In meinem Fall ist genügend Speicher vorhanden, aber ich zeige Ihnen, wie Sie es bei Abwesenheit befreien oder vermehren und von übermäßigem Müll befreien können. Als erstes sollten Sie den Cache Ihres Geräts leeren. Wir machen dafür folgende Schritte. Gehen Sie zu Ihren Geräteneinstellungen, suchen Sie den Eintrag Speicher, Storage und Datensicherung, wie in meinem Fall. Gehen Sie dorthin über und wählen Sie Cache-Daten oder Garbage and Caches, wie es bei mir ist. In einigen Android-Versionen können Sie den Typ der gelöschten Junk-Dateien ausfällen. Wie wir sehen, sind sie nicht wenige. Danach bietet Android an, die Notwendigkeit zum Löschen der Cache-Daten zu bestätigen. Außerdem werde ich wahrscheinlich alltägliche Dinge sagen, aber ohne dies kann man sich nicht weiter bewegen. Deinstallieren Sie nicht benötigte Anwendungen oder Spiele, um Speicherplatz freizugeben. Dafür machen wir folgende Schritte. Gehen Sie zu Einstellungen, Anwendungen, wählen und löschen Sie nicht benötigte Dateien oder solche, die zu viel Speicherplatz beanspruchen. Übrigens, seien Sie nicht verärgert, wenn Sie Anwendungen entfernen, die im Moment stören. Sie haben immer die Möglichkeit, sie neu zu installieren, auch wenn Sie den Namen vergessen haben. Die Sache ist, dass der Google Play Market alle Android-Anwendungen speichert, die Sie jemals installiert haben. Dafür machen wir das. Gehen Sie darin zum Menü Meine Anwendungen und Spiele Bibliothek. Hier finden Sie alle Anwendungen, die Sie jemals mit Ihrem Google-Konto auf Android installiert haben. Klicken Sie bei Bedarf neben der gewünschten Anwendung auf Installieren. Löschen Sie außerdem die Galerie des Geräts von unnötigen Fotos und Videos. Moderne Smartphones sind bereits mit leistungsstarken Kameras ausgestattet und die mit ihnen aufgenommenen Fotos und die aufgenommenen Videos oft in Full HD sind ziemlich groß. Daher wird es unpraktisch oder sogar unmöglich, sie alle im Gerätenspeicher
zu speichern. Deshalb wechseln Sie zunächst in die Galerie und zeigen Sie Ihre Fotos und Videodateien an. Nicht benötigtes Entfernen, falls vorhanden. Wenn Sie alle oder die meisten benötigen, übertragen Sie auf Ihren Computer. In einem meiner Videos habe ich bereits darüber gesprochen, wie man ein Smartphone an einen Computer anschließt. Ich werde einen Link dazu in der Beschreibung hinterlassen. Oder einer der vielen Cloud-Dienste, zum Beispiel Google Drive oder Google Photo. Übrigens hat Google Photo dafür eine sehr komfortable Funktion, mit der Sie Fotos und Videos von dem Gerät löschen können, die bereits in die Cloud hochgeladen wurden. Dafür brauchen Sie Folgendes zu machen. Starten Sie Google Photo und gehen Sie zum Menü Einstellungen. Wählen Sie Speicherplatz freigeben. Bestätigen Sie die Ausführung. Infolgedessen werden alle Fotos und Videos, die bereits in Ihrem Konto auf den Google Photo Server hochgeladen wurden, aus dem Gerätenspeicher gelöscht. Wenn auf Ihrem Gerät eine ausreichende Speicherkarte installiert ist, können Sie auch Ihre Dateien oder sogar Anwendungen drauf übertragen, aber dazu später mehr. Die Kamera eines Smartphones oder Tablets kann so konfiguriert werden, dass alle von ihr aufgenommenen Fotos und Videos nicht im Gerätespeicher, sondern auf einer Speicherkarte gespeichert werden. Dafür machen wir folgende Schritte. Schalten Sie Kamera ein, gehen Sie zu Einstellungen und priorisieren Sie die SD-Karte. Alle oben beschriebenen Methoden zur Speicherbereinigung sind integriert oder standardmäßig. Es kommt jedoch vor, dass eine der mehreren Anwendungen aufgrund ihrer Arbeit den internen Speicher des Android-Geräts laden. Beginnen wir mit den wahrscheinlich häufigsten Viber oder WhatsApp. Tatsache ist, dass alle während der Korrespondenz von beliebten Viber oder WhatsApp gesendeten oder empfangenen Fotos, Bilder oder Videos werden im Gerätespeicher gespeichert und dementsprechend besetzen Sie es. Wenn Sie ein Bild oder Video aus dem Chat der Anwendung selbst löschen, wird es nicht aus dem Telefonspeicher gelöscht. Daher werden Viber-Mediendaten im Gerätenspeicher Viber-Ordner mit Viber-Images oder Viber-Videos gespeichert. Um den von einem Ordner belegten Speicher zu ermitteln, klicken Sie drauf und halten Sie die Menütaste gedrückt. Danach gehen Sie zum Menü Details. Beachten Sie jedoch Folgendes. Wenn Sie diese Dateien von hier aus dem Telefonspeicher löschen, werden sie in Viber nicht mehr angezeigt. Gleiches gilt für Dateien, die über WhatsApp empfangen oder gesendet werden. Sie werden nur in WhatsApp-Media-Ordner gespeichert. Wenn Sie versehentlich Viber oder WhatsApp-Mediendaten gelöscht haben, können Sie dies auch wiederherstellen. Lesen Sie unseren Blogbeitrag zu diesem Link, zu diesem Artikel. Links sind in der Beschreibung. Wenn Sie ein aktiver Internetbenutzer sind, nimmt der Cache Ihres Browsers möglicherweise viel Speicherplatz ein. Ich empfehle es zu reinigen. Ein Video zum Löschen des Verlaufs des Browser-Caches von Chrome, Yandex, Firefox, Opera oder Edge ist bereits auf unserem Kanal. Ich lasse den Link in der Beschreibung. Wenn Sie alle Methoden zur Speicherbereinigung verwendet haben, Sie jedoch der Meinung sind, dass mehr Speicherplatz vorhanden sein sollte, bitte ich Ihnen in diesem Fall zwei weitere Methoden an, auf die niemand jemals achtet. Erste Methode. Wenn Sie ein aktiver Benutzer mit einem Navigator oder Google Maps sind, wird der Speicher Ihres Geräts möglicherweise auch mit zwischengespeicherten Karten für die Online-Verwendung gefüllt. Um sie zu entfernen, machen Sie das. Google Maps öffnen, Android-Nutzer verwenden Sie am häufigsten. Gehen Sie zum Menü Offline-Karten. Hier sehen Sie alle gespeicherten Offline-Karten. Klicken Sie auf das Menü neben der gewünschten Karte und wählen Sie Löschen. Zweiter Weg. Eine ähnliche Situation besteht bei Streaming-Musikdiensten, zum Beispiel Google Music, Boom, Yandex Music, Deezer Music und so weiter. Die Sache ist, dass Wiedergabelisten von Streaming-Diensten für die Online-Wiedergabe im Speicher des Smartphones gespeichert werden und besetze es. So entfernen Sie solche Offline-Wiedergabelisten beispielsweise in Google Music, starten Sie die Anwendung. Gehen Sie zum Menü Einstellungen Cache löschen. Somit wird alles gelöscht. So entfernen Sie nur einige. Gehen Sie zum Menü Einstellungen Musikbibliothek Wiedergabelisten und löschen Sie unnötige nacheinander.
Für die Zukunft können Sie auch den Speicherort der Anwendungsdaten ändern. Menüeinstellungen Speicherort. Ein Video zum Herunterladen und Anhören von Musik auf Android-Geräten sowie eine kurze Übersicht über Anwendungen für Musik auf Android finden Sie in unserem Kanal unter dem Link in der Beschreibung. Und die letzte Möglichkeit, den Speicher eines Android-Smartphones oder Tablets von angesammelten Müll und unnötigen Dateien zu befreien, besteht darin, den Speicher mit Hilfe spezieller Anwendungen zu löschen. Es gibt viele solche Anwendungen, ich möchte auf zwei Punkte hinweisen. Der beliebteste ist CleanMaster und unter Windows bekannter ist CCleaner. CleanMaster ist in erster Linie eine intuitive Oberfläche, die jeder verstehen kann. Darüber hinaus ist die Anwendung völlig kostenlos. Es kann von Play Market heruntergeladen werden. Der Link wird in der Beschreibung sein. Während des Betriebs wird das gesamte System gescannt. Dies ist ein Cookie, ein Dateimanager, ein Browserverlauf, ein Cache und so weiter. Klicken Sie einfach auf eine Schaltfläche, um all dies zu entfernen. Dadurch wird das System optimiert. Sie erhalten mehr freien Speicherplatz. Das Smartphone funktioniert schneller und besser. Sie können unnötige laufende Prozesse schnell schließen. Dieser Menüpunkt heißt Accelerator. Auch über die Anwendung können Sie viele Informationen über Ihr Smartphone erhalten. Zum Beispiel die Größe des Speichers. Es misst auch die Temperatur des Prozessors. Je höher es ist, desto schlechter funktioniert das Smartphone. Obwohl CCleaner in der Android-Version nicht so beliebt ist, bedarf es keiner besonderen Einführung. Es gibt nur wenige Benutzer, die von der Version des Programms für Windows noch nicht gehört haben. Auf dem Hetman Software-Kanal haben wir wiederholt seine Funktionen betrachtet. Die Anwendung auf jeden Fall nützlich. Führen Sie Analysis aus und klicken Sie drauf. Anschließend zeigt das Programm das Volumen an und gibt an, welche Daten gelöscht werden können, um das Gerät zu bereinigen. Darüber hinaus hat das Programm bequeme Anwendungsmanager, Speicheranalysator, Gerätesysteminformationen und ein Reinigungsplaner. Wenn Ihr Smartphone oder Tablet bereits vollständig funktioniert und das Problem nicht durch alle in diesem Video beschriebenen Methoden behoben werden kann, können Sie das Gerät auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Dazu mache ich folgende Schritte. Ich gehe zu Einstellungen, Speicherung und Sicherung, Zurücksetzen auf Werkeinstellungen. Wie in meinem Fall ist die Funktion Zurücksetzen auf Werkeinstellungen häufig in zwei Unterfunktionen unterteilt. Zurücksetzen des Geräts auf Werkeinstellungen und Löschen des internen Speichers. Aber bevor Sie dies tun, speichern Sie an einem anderen Ort alle wichtigen Daten, Fotos und Videos, Kontakte, Dateien und so weiter. Das ist alles. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die in den Kommentaren. Subskribieren Sie unseren Kanal. Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.